Ja, grobe Einschätzung, das ist sauber. Eisenkomplex hier unten soweit sauber. Ich gucke gleich mal in die Kisten und wir haben Tracer-Flüge bei der Rauchsäule im Süden. Check Tracer-Flüge, die gebe ich weiter. Ansonsten gecheckt und nichts gefunden, Oh, richtig? Komm. fuck. Oh, fuck. Ja, wir haben hier, also IEDs sind hier soweit keine. Wir haben hier Wow. Kisten mit Sprengmaterialien, sehr viele Sprengsätze und Rucksäcke. Ja, check. Meinst du, ihr könnt die mit zur IED schaffen, um die mit in die Luft zu jagen, komm? Ich würde Oder sagen, willst du nicht die immer dort so sprengen? sprengen. Überlasse ich dir. Guck mal, ob du die ziehen kannst. Kannst du die Einer ziehen? für Bravo, bekommen. Moment. Das läuft zu Alpha schwer. dort, kommen. Ja, wir haben hier Zu schwer, ja. Ausrüstung in Kisten gefunden, darunter Sprengsätze, Rucksäcke, der ganze Gedöns. Schlage vor, die entweder dort vor Ort zur Sprengung vorzubereiten oder mit zur ID zu schaffen. Komm. So ID wird nie möglich sein. So verstanden, Ausrüstung, Gegenstände wie Rucksäcke, Sprengsätze und Gedöns gefunden. Frage, könnt ihr die Sprengsätze benutzen, um das Ding dort zu sprengen, vor Ort kommen? Ich prüfe, warten Sie an. Könnt ihr die Sprengsätze, die da drin sind, nutzen zum Sprengen? Ne, nein. Naja, das sind alles Auslöseteile, glaube ich. Ja oder nein? Negativ. Müssen die hier sprengen, da die Kisten auch zu schwer sind zum Tragen. Check, dann bereitet's vor. Gut, Licht, Sprengladung. Alpha, hier Bravo, nicht möglich. Kisten sind auch nicht beweglich. Ich muss sie dort zur Sprengung vorbereiten. Komm. So verstanden, Standby. Wir fragen die OPL, was dann nach, was dann gemacht werden soll. Komm. Warte. Okay, Genau. Zünder noch nicht setzen, falls es noch nicht geschehen. Genau, Zünder noch nicht Okay. setzen. Ja, gut. Einmal die Logistik, die uns einen Rucksack nach vorne bringen kann, da unser Munitionsträger fürs MMG ausgefallen ist. Stimmt, wir haben jede Menge Rucksäcke. Ja, verstanden. Ich frage nach, ob Logistik einen Rucksack bringen kann oder ob ihr euch unten in dem Feind, in der Feindbasis sozusagen bedienen könnt. Kommen. Gut. Charlie, so verstanden, Hände. Gut, ich nehme die Ladung sicherheitshalber mal wieder auf. Hier, ne, lass sie liegen. Alpha für Bravo, komm. Na gut. Alpha, kommen. Ich wage einen Blick auf die Uhr und denke, wir sollten uns hier nicht zu lange mit irgendwelchen Kistchen aufhalten, komm. So verstanden, die OPL gibt uns leider keine andere Möglichkeit, kommen. Was ist, wenn mein Pio aus Versehen schon den Sprengstoff gedrückt hat, komm? Ja, dann ist das ebenso, wird der hinterher gemaßregelt, gibt's ein Bier weniger. Kommen. Sprengung vorbereiten, dann sagst du bald fertig, dann verpissen wir uns wieder. Verstanden. So, scharf. Alles klar, jetzt hier zurück. Okay, Jungs, wir ziehen uns zurück in den Compound, wo wir hergekommen sind. Das sollte eigentlich weit genug weg sein. Verstanden. Alpha an Charlie für Bravo kommen. Standby. Ja, hier, apropos weglaufen, ne? Da gibt's noch eigene Truppenteile. Charlie hört. Ja, die sollten erstmal da weg, aber deswegen noch kein nicht springen. Also ich habe mal in irgendeinem Handbuch gelesen, wenn du einen Pionier rennen siehst, dann renn auch. Das Handbuch hast du aber selber geschrieben. Charlie hört. Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ja. Ja, hier Bravo.
Ich empfehle vorsichtshalber Sicherheitsabstand zu den aus der Beschreibung, was ich von Pionieren kenne, natürlich falsch gebaut. Pioniere dürfen normal keinen Kopf haben, damit sie breitere Balken auflegen können. Charlie-Kräfte haben sie bereits in der Festdeckung gesucht. Du hast schon ganz schön Sprüche raus, aber die sind echt gut. Feindbasis auf 40 wurde schon gemeldet, ja? Berto, das hast du vorhin gemacht, oder? Ja, auf 40 hat, und auf ist in Sicherheit. Genau Norden, auf die Hügel, sind eigentlich lauter Stellungen. Alles klar, Marsch, Marsch. Damit bin ich hier mit der Letzten. Aber starten wir mal. Aber wir haben die Sprengung im Griff. Habt ihr jetzt auch schon die Munition also sozusagen zur Sprengung vorbereitet? Kommen. Bitte? Aber die Deckung seid spreng. Warte. Ihr habt Sprungspruch wiederholen, komm. Warte. Spektrum, warte. Habt ihr schon das Feindlager für Sprengung vorbereitet oder bloß die ID kommen? Ich zähl gleich runter, 10. Ihr Bravo, Sprengung in 10 von beidem, komm. Weißt du da, was du eigentlich da alles springst? Ja, gut, alles klar, danke. Manche Sachen heißt 500 Sekunden. Meter Entfernung und 4, 3, 2, 1. Wir sprengen, ihr dürft. So, Feuerballjunge. Oh, langweilig. Waren das jetzt beide? Ich habe nichts gesehen. Waren beide, ja. Das waren beide, ja. Im Bravo. Wow! Holy shit! Machen wir einfach kommen. Ja, das ist die Situation, die wir umsetzen. Wir warten noch kurz, komm. Der Versehen war, dass der Pio schon drauf getroffen wurde. Ja, positiv. Ich weiß auch nicht, was wir da bekommen. Okay, so bestimmt. Wir geben es mal noch. Egal, ich habe jetzt alles auf deinen Pio geschoben. Er kann aber nachher alles wieder auf mich schieben. Das ist schon okay. Gas haben jetzt. Sobald ist jetzt ja vorbei, das heißt, wir bringen uns wieder nach vorne, wo wir eben waren, und schauen dann weiter. Komm mal in den Rückraum, Cole. In den Rückraum. Holy shit. Hinten